Hallo, guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, guten Tag. Wann immer du das hörst, ist mir egal. Hauptsache, du hörst es. Das ist doch wichtig, oder nicht? Ich freue mich, dass du reinhörst. Mein Name ist Anja Niekerken, Natural Leadership Podcast. Auf geht die wilde Fahrt! Wer nicht polarisiert, ist auch keine gute Führungspersönlichkeit. So einfach ist das. Wir können es nicht jedem recht machen. Wer es jedem recht machen will und wer nicht polarisiert, hat auch keinen Standpunkt. Und wer keinen Standpunkt hat, ist keine gute Führungspersönlichkeit. Punkt, aus, Ende, das war eine kurze Folge. Nee, mal im Ernst. Das ist tatsächlich so. Wenn du dich nicht unbeliebt machst, wenn nicht manche Leute denken, ist mit dir nicht in Ordnung, dann bist du keine gute Führungspersönlichkeit. Selbst... sagen wir mal so, der Spruch, ich mag den ganz gerne, ich finde es ganz lustig, selbst wenn du wie Jesus übers Wasser gehen kannst, werden immer irgendwelche Leute sagen, sag mal, bist du so blöd zum Schwimmen oder was? Das ist jetzt noch kein Polarisieren. Aber erstens wird immer irgendjemand, egal wie sehr du versuchst, es allen recht zu machen, das, was du machst, blöd finden. Davon kannst du schon mal ausgehen, das ist immer so. Tatsächlich, auch wenn man immer nicht benutzen soll, Trainergewäsch, andere Folge, anderes Thema. Irgendjemand findet immer doof, was du machst. Also, stehe zu dem, was du machen willst und mach dir nicht so viel Sorgen darum, dass irgendwelche Leute das blöd finden können. Das kommt von ganz alleine und wenn du gut bist in dem, was du tust, dann hast du einen Standpunkt und dann polarisierst du. Alle Menschen, die polarisieren, haben einen Standpunkt und sind auf ihre Art und Weise gute Führungspersönlichkeiten. Ob wir das, was sie sagen, gut finden und das, was sie tun, gut finden, das ist eine ganz andere Geschichte. Ne? So Donald Trump finde ich auch nicht gut, ist aber eine gute Führungspersönlichkeit. Der hat einen Standpunkt, der macht ganz klar, was er will und was er nicht will und er polarisiert. Ja, ich will jetzt nicht das Trump-Fass aufmachen. Ich weiß, der Mann hat eine mega einen an der Klatsche, so dass mein Kater hier, der hat auch was dazu zu sagen, findet das auch blöd. Mal im Ernst. Wenn du keinen Standpunkt hast, wenn du keinen Standpunkt vertrittst, wenn du nicht polarisierst, dann bist du auch keine Führungspersönlichkeit. Also, that's it für heute. Das war die Montagsmotivation vom Natural Leadership Podcast. Mein Name ist Anja Niekerken. Ich freue mich, dass du reingehört hast, meine verwirrten Gedanken verfolgt hast. Meine Katze guckt mich ganz wütend an. Ich glaube, ich muss den mal füttern. Das war's für heute. Tschüss, bis zum nächsten Mal.